Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Redstone Tutorials und wir beschäftigen uns heute mal mit etwas komplexeren Themen. Und zwar mit, ja, was machen wir denn? Ich habe ein bisschen, naja, mehr oder weniger was vorbereitet, mir einfach mal was überlegt. Hier habe ich jetzt ein bisschen Testkram. Ich beschäftige mich heute mit verschiedenen Türen, also verschiedenen Öffnungsmechanismen und einem Schalter Couch-Loss, denke ich mal. Und wenn ich euch das zeige, da merkt man noch mal ein bisschen, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe ein anderes Texture-Pack drauf, wie man sieht. Das ist auch ein 16x16 Texture-Pack. Und ratet mal, wer es erstellt hat. Richtig, ich habe es erstellt. Ja, ich habe mir ein Texture-Pack erstellt, weil ich das Default einfach langweilig fand. Und ein 64er-Pack ist für meinen PC auch nicht gut. Daher habe ich mir einfach eins selbst gemacht. Okay, hier sieht man, da fehlt jetzt noch eine Textur bei der Redstone-Lampe. Naja, das ist jetzt Texture-Pack halt. Ist noch nicht fertig. Wie dem auch immer, da wollen wir mal anfangen mit so einer grundlegenden Tür. Die man halt so erstellen kann. Ich habe jetzt leider keinen Singleplayer-Commands drauf. Daher baue ich mir einfach mal hier was zurecht. Ah, so. Wenn es jetzt schon wieder... So. So. Ja, ich denke, die Wand ist ordentlich. Wir müssen die allerdings etwas dicker machen, denn das braucht man für eine Pistentür. Okay. So, machen wir mal hier eine Wand. Alter. Die Steuerung. So. Ist jetzt etwas uninteressant. Kann man ja an dieser Stelle ein bisschen vorspulen. Ich brauche eigentlich nur eine Wand. So. So, eine Wand. Und hier kommt eine Tür rein. Beziehungsweise das wird ein Durchgang, der sich später öffnen lässt. Ich muss ja immer mal einfach anfangen. Das könnte man natürlich komplexer machen, dann ist das nur noch zwei breit. Irrelevant. So, wollen wir dann direkt mal anfangen? Das ist eigentlich Stoff noch aus der Folge 1, aber um noch mal ein bisschen reinzukommen, fange ich einfach mal hier mit so einer Schiebetür an. Zwei hier mal zwei Sticky Pistons übereinander. Die müssen auch alle so rum zeigen. Hier sieht man jetzt an dem Texture Pack, wohin die dann hinschieben. Das ist, glaube ich, ganz gut für das Tutorial. Ich mache mal hier so eine Glasschiebetür hin. Das hat ein bisschen mehr Klasse. Und da merke ich auch, ich habe einen Fehler gemacht. Ich depp. Ich muss das einen nach hinten tun. Denn sonst kann ja da nichts aufgehen. Ist ja logisch. So. Und zur Verzierung hier auch nochmal zumachen. So, und die zwei Glasblöcke, vier Glasblöcke können sich halt zusammenziehen. Zu einer Wand quasi. Und das ist ganz einfach. Wir wissen ja, so kriegen wir ja keine... So kriegen wir ja nur den unteren angesteuert, nicht den oberen. Das machen wir. Wir kennen es aus der ersten Folge. Wir machen hier einen Block vor. Und wenn wir jetzt hier so runterziehen, dann kriegen wir, um das vielleicht besser zu zeigen, mal hier so einen Hebel holen. Dann gehen auch beide nach vorne, wie man sieht. Jetzt müssen wir es nur noch kombinieren. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch, das ist eigentlich jetzt eine Sache, wie man das halt gerne hätte. Man muss jetzt nur noch diese beiden Leitungen miteinander verbinden. Da gibt es verschiedene Wege. Die meisten machen es unterirdisch, das ist auch gar keine schlechte Idee. So, wir machen das auch mal unterirdisch einfach. Hier ist schon Bedrock. So. Und denselben Klatsch hier nochmal. Warte mal, ich habe das Gefühl. Ach klar, ich bin auch doof.
So. Hier muss das nämlich hin. So, vielleicht um hier mal ein bisschen ne, Stimmung reinzubringen, würde ich sagen, mache ich einfach mal ja ein bisschen Musik an. So. Ja, vielleicht nicht der. Na egal. So, dann wollen wir mal. Also wir haben jetzt hier einen Verbindungstunnel. So, das müssen wir noch kombinieren. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Auslöser. Wir können jetzt zum Beispiel als Auslöser hier und da eine Druckplatte machen. Das heißt, wir gehen hier drauf und die Schiebetüren gehen dann rein, nicht raus. Wenn wir jetzt mal gucken. Die Druckplatten befinden sich jetzt hier in dieser Reihe. Wo die sind, habe ich jetzt keinen Plan. ich mache das mal anders, damit man das besser sehen kann, damit ich jetzt nicht so lange rumfriemeln muss. Mache ich jetzt einfach mal hier das auf weiße Wolle, dann kann man das besser sehen. Ist jetzt der Soundtrack schon... Lol. Nein, den möchte ich nicht haben. Oh, okay, das kraxt ein bisschen, Entschuldigung dafür. Hier gehe ich jetzt mal so ein bisschen so, damit man da später wieder vorbei kann. Um die Druckplatten auszulösen, ne, warte mal, ich mache mal aus Erde, so, kommt jetzt hier Redstone drauf. Und dieser Redstone kann dann quasi ausgelöst werden von den Druckplatten und er geht dann hier zu den Pistons. Ich hoffe, das reicht. Jo, also, man sieht, ich komme jetzt zum Verrecken nicht mehr da durch. Aber eigentlich soll das ja eine Schiebetür sein. Die sollte dann eigentlich am Anfang zu sein und soll dann aufgehen. Das ist dann natürlich die andere Geschichte. Ich mache hier mal so ein bisschen Platz. Wir müssen das erst noch umkehren. Das ist ganz einfach. Das können wir hier auch direkt mit einbauen. Ich habe hier so einen Block nach oben gemacht, damit das an die Druckplatten, das Signal von den Druckplatten da dran kommt. Da können wir nämlich was machen. Wir können nämlich hier an der Seite Fackeln setzen und dadurch gehen automatisch schon beide Türen zu. Und sobald hier das Signal aktiviert wird, gehen die Fackeln aus und ja, könnt ihr euch schon denken, die Tür geht dann auf. Das funktioniert. So, jetzt müssen wir das Ganze noch auf der anderen Seite machen. Auch das ist kein Problem. Wir können das hier auch kombinieren. Wir müssen da jetzt nicht noch so eine Bahn ziehen. Wo ist das? Hier. Ich räume hier einfach mal ein bisschen frei. So, jetzt kann ich eigentlich einfach hier... Da wären dann die nächsten Druckplatten und hier kann ich das dann einfach zusammenziehen. Das heißt, egal wo hier ein Signal kommt, die Fackeln gehen dann in dem Moment aus. So, das heißt, das kann ich jetzt auch von der anderen Seite und der ganze Kram geht auf. Und auch von der anderen Seite wieder... Ja, und so haben wir dann schon mal eine Schiebetür für zum Beispiel ein Einkaufszentrum. So, da können wir natürlich kombinieren. Wir können jetzt noch was anderes machen. Dazu mache ich einfach mal wieder eine Wand. Das Tolle ist, hierbei braucht man tatsächlich nur eine, also eine einbreite Wand. Dafür muss es aber eine Decke geben eigentlich. Die mache ich jetzt aber nicht, weil es ja nur demonstrationszweckmäßig. Und zwar ist der Eingang hier einfach mal ein bisschen breiter. Sobald der Eingang hier 3 Blöcke breit ist, können wir natürlich diese Technik hier nicht mehr anwenden. Ist klar, die Pistons ziehen sich soweit nicht zurück. Kann man natürlich auch bauen, das wäre dann aber wieder eine Geschichte, die in die Breite gehen würde. Deswegen benutzt man da einfach was anderes. Genau, einfach Pistons hier. Und da... Okay, das sieht jetzt natürlich pieps aus. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal auch nochmal was drüber. Damit man das nicht sieht. So. Und auch das hier umrahme ich einfach nochmal. Wollen wir das aufkriegen. So, hier haben wir die Pistons.
und auf der unteren Seite haben wir die. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir die beiden Sachen zusammen kombiniert bekommen. Da gibt es natürlich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Oh Gott, Playlist. Mehrere Möglichkeiten. Zuerst mal zeige ich euch, wie es erstmal nicht geht. Man könnte jetzt sagen, man macht einfach die Redstone gegen. Und dann anmachen. Sieht aber, da passiert. Natürlich nichts. Ja, man sieht. Da. Okay, geht doch. Okay, ich nehme alles zurück. Es funktioniert auch so. Ich habe es normalerweise immer anders gemacht. Okay. Da habe ich jetzt selber mal wieder was dazu gelernt. Obwohl, ist eigentlich logisch. Wenn hier so ein ganzes breites Signal ist, geht es in den Block und dann in die Pisten. Ja. Wahrscheinlich halten sich schon die ganze Zeit die Hand vor den Kopf, weil ich nämlich schon wieder falsch gemacht habe. Boah, ja. So. So muss das natürlich sein. So. Und. So muss das natürlich sein, ist doch klar. Weil so geht's nämlich dann nicht mehr. So funktioniert der ganze Kram nicht mehr. Aber sobald ich dann hier wieder so mache, da Redstone gegen, dann funktioniert das auch wieder. Okay, so. Jetzt müssen wir das Ganze noch für die Unterseite machen. Auch das ist kein Problem. Wir müssen jetzt nur gucken. Okay, hier sind die. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil hier Bedrock ist. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber ich glaube, unmöglich ist es nicht. Ich mache mal hier ein bisschen Platz, sonst kriege ich hier noch Platzangst. So. Das dürfte in der Regel nicht funktionieren. Nein, tut es auch nicht. So, hier machen wir... Okay, da müssen wir noch in die Breite gehen. Sonst kriege ich nämlich noch mehr Platzangst. Ja. Wir müssen hier vor. Und dann... Okay, noch einen davor. Und dann müssen wir hier vor die Pistons Verstärker setzen, damit das dementsprechend auch in die Pisten geht. Und dann hier die ganzen zusammen und das dann in die Leitung führen. Warum ich da hier die Repeater hinsetze. Wenn ich da einfach nur Redstone hinsetze, dann verknotet sich das Ganze hier und das Signal geht nicht mehr in die Pistons. Das funktioniert nicht, also gibt es hier die Verstärker und dann läuft der ganze Klatsch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier geschissen kriegen. So. Machen wir das hier einfach mal nach oben. Und können wir das hier direkt verbinden. Ich hoffe, das Signal reicht alles. Wenn ich jetzt einfach mal hier einen Schalter hinplante, dann einmal anmache. Geht beides zu. Also funktioniert auf jeden Fall. Wenn wir jetzt hier noch Druckplatten hinsetzen möchten, ich glaube, das kann sich jeder dann selber auch schon denken, wie das dann funktioniert. Es ist Es ist natürlich jetzt hier in dem Falle ein bisschen schwieriger. Da muss man einfach ausprobieren, ja. Gegebenenfalls kann man auch hier einfach an die Seite so einen Knopf setzen oder sowas. Das ist alles möglich. Ich mach mal Knopf. Funktioniert genauso, wie man sieht. Ne? Und jetzt müssen wir das Signal nur noch umkehren eigentlich. Das ist eigentlich kein Thema. Wenn wir jetzt da einen Knopf hinsetzen, ist das natürlich eine andere Geschichte. Okay, wie machen wir das jetzt am besten, am logischsten? So. Einfach so und dann... Ja. Ist jetzt natürlich nicht perfekt oder sowas. Jetzt brauche ich wieder einen Hebel. Und jetzt kann ich das hier auch... Jetzt ist das von Anfang an zu. Naja, wie ihr das macht, ist dann auch irrelevant.
So, dann kam ich zu einem Thema, was ich eben noch sagen wollte. Wie macht man denn eigentlich zwei Pisten übereinander, dass die zwei hochfahren? Das ist eine saukomplizierte Technik und ich bin gespannt, ob ich die jetzt auch noch hinkriege. Ich versuch's aber einfach mal. Denn das ist wirklich nicht einfach. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das wirklich genau funktioniert hat. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten eigentlich. Ja. Brauchen die untere. Wir brauchen die obere. Nee. Nein. Das muss man anders machen. Puh, das ist auf jeden Fall total kompliziert. Geht das so? Ja, die sind immer angesteuert, alles klar. Weil da braucht man nämlich, um zwei Pistons übereinander zu machen, braucht man tatsächlich sogar noch drei Pistons. Das ist also, ja. Da kommt man nämlich zu einem Thema, was auch oft mal bei... Warte mal, ich muss mal wieder... Nein, was mache ich denn? Das wollte ich machen eigentlich. Regnet das jetzt oder hört's auf? Es hört auf, alles klar. Und zwar muss man mit einer Piste das Signal unterbrechen. Wenn ich hier so einen hinsetze, so jetzt nervt mich natürlich das da, das kann ich mal wegmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Ingame-Sound ein bisschen zu laut ist. So. Wenn ich jetzt hier vor einen Verstärker setze, dann geht das Signal in den Block und dann in die Leitung. Verschiebe ich jedoch diesen Piston, dann kann das Signal da nicht mehr durchgehen. Dieser Kolben, quasi dieses, ja, dieser Kolben, der lässt kein Signal durch, deswegen funktioniert das dann doch nicht mehr. Und das ist auch eine wichtige Technik. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Techniken. Ich weiß nicht mehr wirklich genau, wie das funktioniert hatte. Ich bin da jetzt selber ein bisschen unsicher. Also teilweise muss ich wahrscheinlich jetzt gleich selber nochmal probieren, wie das wirklich funktioniert hat. Ne. So hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Müssen auch noch die hier ansteuern. Nein, das ist auch doof. Weil, ne, warte mal, wir müssen die Pisten nach da hinten verschieben. Ich muss ja jetzt selber ein bisschen ausprobieren, ne? Ich muss jetzt mal überlegen. Ich glaube... Ne, so ging es nicht. Ich glaube, also man muss auf jeden Fall einen Pistenunterbrecher machen. Es liegt jetzt eigentlich nur noch da dran, wie ich diese Verstärker hier bei diesen dreien dann verändere. Darauf kommt es dann letzten Endes an. Ich weiß aber überhaupt nicht richtig, wie das denn jetzt letzten Endes war. Ich glaube, man musste hier... War das so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, so war's. Das war so richtig. Ich probiere es nochmal so. Alles klar. Es funktioniert so. Ich nehme da jetzt mal hier zum Beispiel Sand. Dann mache ich hier mal so eine Fläche hin. Okay. Dass jetzt hier Redstone ist, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Da gibt es natürlich andere Techniken. So, und das ist jetzt quasi die Tür, die sich öffnen soll. Diese Tür hier. Und wenn ich jetzt diesen Schalter betätige... Oh, warte mal. Das war falsch. Ich bin ein Schlauchonk. Habe ich zum Glück noch nie erwähnt. So. Stimmt. So. So,
So, wenn das die Tür ist, wir machen die wieder aus und dann geht's wieder runter. Ja, funktioniert. Und zwar, was ich jetzt grundlegend gemacht habe, und jetzt das nochmal zu erklären. Wir haben eine Leitung, die geht in den unteren Pisten, aber auch wirklich nur in den unteren, nicht in den oberen. Und wir haben hier eine Leitung, die geht dann auch nur in den oberen. Diese Leitung hier ist von Anfang an unterbrochen. Von Anfang an. Weil die Pisten hier, diese Pisten, die dritte, hat den Kolben nach hinten gezogen. Das heißt, hier kommt kein Signal in die obere rein. Die untere kann also am Anfang früher los. Das Problem bei den Pistons ist nämlich, wenn eine Piston hier nach oben fährt, ja, und hier oben ist das Signal schon an, dann würde man ja denken, die untere schiebt sich mit der oberen hoch und die obere kann sich dann auch nochmal ausfahren, weil das Signal eben schon an ist. Das funktioniert aber nicht. Das Signal muss verzögert dann erst angehen, denn dann geht erst die Piston nach oben. Hier sind das jetzt minimale Unterschiede. Wir haben jetzt hier eine Bahn, die ist etwas verzögert. Etwas. Und dieses Signal hier, das ist ja mehr verzögert als dieses Signal. Das heißt, die obere kann erst später angehen wie die untere. Und das ist wichtig. So. Das Signal geht zuerst an. Dann kommt der Verstärker erst an diesen Block und dann kommt erst das Signal an den oberen. Und dann kann dementsprechend beide ausfahren. Nun ist es natürlich umgekehrt. Nun muss zuerst der obere runtergehen und dann der untere. Wenn nämlich der obere im ausgefahrenen Zustand bleibt und der untere runtergeht, dann schiebt der untere nichts nach unten. Das heißt, der geht einfach nur nach unten und nichts passiert. Das heißt, hier wird dann erst dieser dritte Pisten wichtig. So, ich hoffe, die Playlist nervt nicht. So, vor Freude schmeiße ich dann glatt mal den Sticky Pisten weg. Nein. Wir haben ja hier ein verzögertes Signal. Allerdings ist das Signal hier hinten... Ja, das war doof. Allerdings ist dieses Signal hier, was zum oberen Block geht, viel schneller eigentlich. Eigentlich. Weil hier sieht man, hier habe ich den Verstärker auf ganz schnell gestellt. Bei ihm hier auf mittelschnell. Und bei diesem hier auf ganz langsam. Und so kommt es dann also, dass der hier sofort, weil er auf schnell gestellt ist, sofort runtergehen kann und dieser hier dann erst nach einer Verzögerung runtergeht. Und so können wir dann quasi beides schalten. So funktioniert das also. Ist etwas kompliziert, ist wirklich sehr kompliziert, wenn man es mal wirklich richtig nimmt. Aber so funktioniert der ganze Quatsch und ich glaube, wir sehen uns dann auch schon wieder im nächsten Video. Ach Quatsch, ich wollte ja noch, das Code-Schloss mit Schaltern machen. Da werde ich jetzt nur mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar, wir bauen das einfach mal hier dran. So, hier. Ich mache jetzt mal nur so ein 3-Kombinationsschloss, also so ein ganz einfaches. Wir haben hier einen Schalter, da einen Schalter. Und da ein Schalter, so glaube ich, überflüssig. Und diese Schalter müssen in eine bestimmte Richtung bewegt werden. Und das können wir ganz einfach bestimmen, in welche Richtung. Zuerst mal müssen wir das Signal abgrabbeln. So. So. Wir können das also an- und außen anschalten, so ist das schon mal richtig. Wir wollen am Ende, wenn das Signal richtig, wenn die Schalter richtig gestellt wurden, soll diese Pisten hier nach oben fahren. Kein Thema eigentlich. Wir nehmen dann hier das Signal. Das geht dann schon mal da in die Pisten. Jetzt müssen wir es nur noch richtig verbinden. Und zwar, was wir eigentlich machen müssen,
ist eine Fackel zum Anschalten bringen. Das ist das einzig Wichtige. So. Warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. Eier. Nein, nicht Eier. Wir müssen hier zwei, glaube ich, dran machen, damit das überhaupt funktioniert. Ich weiß es. Ich bin da eigentlich nie so richtig drauf vorbereitet. Warte, das ist doch eigentlich auch doof. Oder? Boah, nee, gar nicht. Ah, okay, alles klar. So, was wir jetzt haben. Wir haben unsere drei Schalterchen. Und die müssen jetzt diese Fackel hier zum Ausmachen bringen. Warte mal. Ich mach das mal ganz provisorisch einfach. Boah, das, weißt du, mit diesen Invertern, da wirst du dauernd hin und her gesenkt, da weißt du nie richtig, was du jetzt wirklich machen musst. Ja, genau. So, die Schalter sind in irgendeiner Position am Anfang gestellt, ja? Die Piste ist am Anfang unten, aus dem einfachen Grund, weil irgendeiner von diesen Schaltern unten steht. Das heißt, er gibt ein Signal an den Block. Der Block ist aus. Auch wenn ich jetzt diesen Schalter hier umkippe. Okay. Achso. Klar. Ist natürlich jetzt doof gewesen. Wir müssen hier Verstärker reinsetzen. Weil wenn wir da keine Verstärker setzen, dann wird das nicht funktionieren. So, wir sehen jetzt, wir haben jetzt einen Schalter an. Und dieser eine Schalter sorgt dafür, dass die ganze Bahn angeschaltet ist. Das heißt, schalte ich jetzt den hier an, dann ist immer noch die gesamte Bahn angeschaltet. Das heißt, die Fackel kann nicht angehen, um diese Pisten nach oben zu bewegen. Das heißt, erst wenn wirklich alle Schalter ausgeschaltet sind, kann die Piste erst angehen. Und das können wir verändern. Indem wir sagen, zum Beispiel hier einen Inverter rein, dann ist hier zum Beispiel die ganze Geschichte immer an. So. Ich kann jetzt hier irgendwas verändern, dann geht die Bahn hier an. Das nützt uns aber nichts, weil wir müssen die hier auskriegen. So, wenn wir die hier runter machen, dann ist wieder richtig. Denn dann haben wir hier das Signal aus, da aus. Hier haben wir es zwar an, es wird aber durch den Inverter hier ausgeschaltet. Das heißt, wir haben dann ein solches Kombinationsschloss. Wir können das auch nochmal anders verändern, indem wir hier auch noch einen Inverter reinsetzen, zum Beispiel. Dann stimmt der ganze Kram schon wieder nicht. Denn erst wenn wir dann diesen hier umlegen, dann ist genau diese Reihenfolge hier die Kombination, um die Pisten anzuschalten. Ich hoffe, das kann man soweit verstehen. Es geht also quasi nur darum, dass alle drei Schalter so gestellt werden, dass die Endbahn ausgeschaltet ist. Und diese ausgeschaltete Bahn sorgt dann für irgendetwas. Wenn ich dann jetzt irgendwas verstelle, dann funktioniert das nicht. Egal was ich mache, die Bahn ist in irgendeiner Form angeschaltet. Das heißt, erst wenn ich die in richtigen Kombinationen drücke, dann geht das Ganze nach oben. Und ich denke, das war es jetzt aber auch wirklich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet was lernen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall auch alles beantworten. Schön brav. Und ja, zum Texture Pack, ja, da werde ich vielleicht noch ein Video machen, jetzt aber erstmal nicht. Jetzt würde ich mich erstmal verabschieden, ich bin raus und tschüss.